und gehen gleich weiter zum Schwebebalken mit der Sowjetrussin Natalia Laschenova. Sie ist ganz jung in der Mannschaft der UdSSR. Oh. Ein Salto rückwärts gestreckt, das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich muss aber gestehen, ich habe so eine Bewegung am Schwebebalken auch noch nie gesehen. Richtig geflogen ist sie dabei, das kann man ohne Übertreibung sagen. Gymnastische Teile. Ah, leichte Unsicherheit. Ja, aber nichtsdestotrotz sieht alles sehr souverän und sicher aus. Noch einmal eine akrobatische Reihe. Flick, flack und Doppelsalto gehört. Und steht. Aber schön in den Stand. Der Balken ist ohnehin eine ihrer Stärken, gemeinsam mit dem Boden. Sie soll im Training sogar den Dreifachsalto gesprungen sein. Ich bin gespannt, ob sie den heute Abend an ihrem letzten Gerät am Boden zeigen wird. Und hier noch einmal dieser wunderschön gestreckter Salto rückwärts. Ich darf es nur noch mal, die meisten von Ihnen wissen es ohnehin, sagen, dass dieses Gerät lediglich 10 cm breit ist. Es ist so, als würden Sie auf dem Bordstein herumturnen und der sichere Stand zum Schluss Ihrer Kür. 9,875 haben die Richterinnen für diese Übung gezogen. Aufgrund der kleinen Unsicherheit sicherlich die gerechte Note.